Der Titel des heutigen Videos hätte auch lauten können: Geld verdienen wie Tesla. Denn tatsächlich ist das möglich. Auch Privatanleger können am Aufschwung des Preises für CO2-Zertifikate partizipieren. Wie und ob das eine sinnvolle Geschichte ist, das möchte ich im heutigen Video besprechen. Legen wir los. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. CO2-Zertifikate werden an der Börse gehandelt. Das müssen sie auch, denn es ist politisch gewollt, dass der Preis dieser CO2-Zertifikate steigt. Insofern stellt sich die Frage, warum nicht von diesem Preisanstieg profitieren? Die Risiken, die hier meines Erachtens mitschwingen, die möchte ich natürlich auch gerne besprechen, aber fraglos gibt es aus meiner Sicht hier auch Chancen. Vielleicht ist der ein oder andere von dir hier schon mal investiert gewesen. Warum, wieso, weshalb und worauf man achten sollte, wir schauen es uns direkt auf dem Bildschirm an. Jeder von euch ist schon mal in Kontakt getreten mit CO2-Zertifikaten, mit Carbon Credits. Jeder Tesla-Aktionär wird auf jeden Fall wissen, worüber ich spreche, denn in der Vergangenheit hat der Verkauf dieser CO2-Zertifikate viele, viele Quartale für Tesla gerettet. Tatsächlich bekommt jeder Automobilhersteller eine bestimmte Menge an CO2-Zertifikaten, um dann damit den Ausstoß der Flotte, das wird dann in Tonnen an CO2 gemessen, zu rechtfertigen bzw. zu bezahlen. Und das nach den Vorgaben der EU bzw. hier der amerikanischen Behörden. Und damit steht fest, wie viel CO2 darf so eine Flotte ausstoßen. Wenn eine Flotte CO2 frei ist, wie die von Tesla, denn es geht hier nur um die Emissionen, es geht nicht um die Produktion der Fahrzeuge, dann kann es sämtliche CO2-Zertifikate verkaufen an die Konkurrenz, die möglicherweise dann die entsprechenden Standards noch nicht einhält, und das sind die allermeisten. Michael Burry, bekannt aus The Big Short, ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, Tesla ist für mich ein Short, ich setze also auf fallende Kurse, denn Tesla verdient ja überhaupt nur Geld mit diesen Credits und nicht mit seinen Autos, mit der vielgerühmten Marge. Nun muss man dazu sagen, das Ganze hat sich überholt. Das ist ein Artikel vom Mai 2021. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hat Michael Burry mittlerweile aufgegeben und gesagt, ich komme gegen Elon Musk einfach nicht an. Er wird immer noch kein großer Tesla-Fan sein. Aber der Short ist, soweit ich weiß, im Verlust geschlossen. So, tatsächlich haben also diese Carbon Credits bzw. der Vergangenheit ganz wesentlich zum Profit von Tesla beigetragen. Man muss allerdings fairerweise sagen, der Anteil sinkt. Auch deshalb, weil jedes Unternehmen immer weniger Carbon Credits bekommt. Darum geht es ja schließlich. Das müssen ja immer weniger werden, um dann insgesamt den Ausstoß zu senken. Aber auch deshalb, weil der Anteil der verkauften Autos dann tatsächlich immer mehr steigt. Nach wie vor spielt es aber eine Rolle, auch in anderen Bereichen. Und ich habe jetzt einfach nur beim Googlen diesen Artikel von gestern gefunden, dass ein Gericht in den USA Teslas Request zurückgewiesen hat, dass man doch für den Verbrauch von Benzin sollte man doch höhere Strafen aussprechen. Das ist ja klar, dass sowas auch auf politischem und auf juristischem Wege ausgetragen wird. Es gibt auch den einen oder anderen Kritiker von Elon Musk. Es gibt nicht mehr viele, aber es gibt den einen oder anderen, der sagt, mein lieber Elon, das ist jetzt aber nicht das, was du dir eigentlich mal vorgestellt hast, beziehungsweise das, was du erzählst. Denn was war der ganz große Twitter-Clash zwischen Donald Trump und Elon Musk? Ja, Donald Trump, etwas überspitzt formuliert, für den ist das Klima etwas, was sich eben entwickelt. Dagegen kann die Menschheit sowieso nichts machen. Nicht nur für Donald Trump, sicherlich auch noch für Millionen anderer Menschen. Und Elon Musk hat gesagt, nein, wenn wir als Menschen jetzt nicht reagieren, dann steuern wir auf eine riesige Katastrophe zu. Nun muss man fairerweise sagen, wenn dann Tesla seine Zertifikate an andere verkauft, ja, dann hilft das natürlich der Umwelt auch herzlich wenig. Anderes Thema, um das es selbstverständlich heute nicht gehen soll, weil wir uns hier in Diskussionen verstricken würden, die mit der Geldanlage nichts zu tun haben. Ist mir ganz wichtig, das mal zu betonen, dass man natürlich die Diskussionen führen kann, wenn man das möchte, hat dann aber nichts mehr mit der Anlage zu tun.
Bevor wir jetzt gleich zu den Chancen sprechen, und die sind meines Erachtens da, zuerst mal das Risiko. Und da muss ich wahrscheinlich einfach nur diese Seite einblenden, denn ich weiß, für viele ist das ein rotes Tuch. Ist eigentlich gar nicht notwendig, aber ich verstehe schon, dass man sich hier hin und wieder ein bisschen gegängelt fühlt. Die Europäische Kommission, die so richtig keiner mag. Ja, sagen wir ganz ehrlich, die Reaktion ist im Ausland ja auch teilweise, beziehungsweise im europäischen Ausland. Also wer mag schon die Europäische Kommission? Aber sie ist nun mal zuständig für viele Dinge unseres Alltags. Und tatsächlich hat eine zentrale Organisation auch durchaus eine Daseinsberechtigung. Auch das wollen wir aber heute nicht weiter diskutieren. Aber das ist das ganz große Risiko. Nicht, dass es die Europäische Kommission ist, sondern dass die Politik hier die Regeln vorgibt. Das heißt also, sie hat diese Emissionsobergrenzen und Zertifikate natürlich auch auf den Druck der nationalen Parlamente hin eingeführt. Es geht also darum, dass Unternehmen eine Allowance, eine Erlaubnis bekommen, eine Tonne CO2 auszustoßen oder das Äquivalent in Powerful Greenhouse Gases und so weiter. Ja, hier sind also noch diese Oxide mit dabei, spielt keine Rolle. Das darf es ausstoßen. Eine gewisse Anzahl von Zertifikaten hat jedes Unternehmen. Diese Anzahl sinkt. Und wenn diese Obergrenze gerissen wird, wenn also die Anzahl der Zertifikate nicht ausreicht für die Emission, die dieses Unternehmen verursacht, dann ist eine Strafe zu zahlen. Und diese Strafe liegt derzeit bei 110 Euro pro Tonne. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Warum Risiko? Weil diese Regeln natürlich geändert werden können. Auch auf politischen Druck. Es könnte zum Beispiel diese Phase 2021 bis 2030 sieht vor in einem nächsten Schritt, dass die Rate, mit der die Anzahl der CO2-Zertifikate verringert wird, die steigt von 1,74% auf 2,2%. Das hat schon etwas Bitcoin-ähnliches. Ja, da die Nachfrage, also Demand, wird steigen, das wissen wir, während Angebot, Supply, sinkt. Das ist Risiko und Chance zugleich. Denn das Risiko ist, dass diese Vorgaben geändert werden, aufgrund von viel zu hohen Energiepreisen oder. Wichtig ist, dass man das einmal versteht. Hier haben wir ein derzeit steigendes Angebot, welches auf eine sinkende Nachfrage trifft. Wir werden gleich sehen, was das mit dem Preis gemacht hat. Wer etwas mehr zu der Funktionsweise wissen möchte, zwei Seiten habe ich mal rausgesucht. The Climate Choice, CO2-Zertifikate, wie funktioniert eigentlich der europäische Emissionshandel? Es gibt übrigens auch einen amerikanischen, aber der europäische ist der größte derzeit. Und hier auf utopia.de, so funktioniert der Handel mit CO2-Zertifikaten. Man kann vielleicht auch einfach diese Suchanfrage so stellen und dann wird es einem erklärt. Wir haben es derzeit auch mit sehr viel Effekthascherei zu tun. Und das muss man sicherlich als Teil des Risikos nennen. Ich habe jetzt auch hier, es kommt mir nicht auf die Quelle an, Euronews. Polens explodierende Energiepreise. Ähnliche Artikel finden wir selbstverständlich für alle Länder derzeit in Europa. Energieknappheit wird die Gesellschaft schwer treffen. So, und dann kommen irgendwelche Politiker, die vielleicht auch nachvollziehbar wirklich überhaupt keine Ahnung davon haben, wie ein Energiepreis entsteht, auf die Idee zu sagen, die polnische Regierung macht die gestiegenen Kosten für CO2-Emissionen für die höheren Energiepreise verantwortlich. Boom! Und schon hast du sie auf deiner Seite. Mit Verlaub, ja, bewusst provokativ. Den Pöbel, den Mob, der sich keine Gedanken macht, was tatsächlich dafür verursacht. CO2 glaube ich nicht dran und die Regierung macht das und das also und jetzt auch noch das. Die sind schuld, dass ich hier im Kalten sitze. Wie gesagt, das hat nichts mit Polen zu tun, das werdet ihr in entsprechenden Presseportalen in ganz Europa immer wieder finden. Die da oben sind schuld, wenn wer ist immer schuld? Brüssel. So, zum Glück gibt es natürlich auch noch einigermaßen überschaubare Darstellungen, in diesem Fall hier von der DWS, die das Ganze zusammen bzw. aufschlüsselt. Und hier sieht man die EU-Preise für Kohlenstoffemissionen. Genau diese CO2-Zertifikate. Der Anteil wächst und der wird weiter wachsen vermutlich.
Aber er macht eben an unseren aktuellen Energiepreisen, hier sitzt jetzt Gas und Öl, hat für mich etwas unterschiedliche Ursachen, der Anstieg, einen Anteil aus, der aktuell knapp über 10% liegt. Also es sind nicht die CO2-Zertifikate, die derzeit dafür sorgen, dass Energie immer teurer wird. Das ist die Folge von diesen stark stockenden Lieferketten, von politischen Unwägbarkeiten. Und das ist die Folge davon, dass man den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen etwas überstürzt formuliert hat. Und zwar in der Art und Weise, dass man sagt, wir lassen diese fossilen Brennstoffe immer teurer werden. Beispielsweise, indem wir untersagen, dass neue Förderstätten oder bestehende Förderstätten weiter ausgebaut werden. Also, wir wollen das Angebot fossiler Brennstoffe ganz bewusst reduzieren. Dadurch werden natürlich alternative Energiequellen, teils regenerative Energiequellen, mittlerweile zählt Gas ja auch zu einer grünen Energie, mal eben in der Nacht- und Nebelaktion. Und wer hier Zynismus raushören will, der kann das. Ist natürlich völlig grotesk, ist ja auch ein fossiler Brennstoff, aber das war ein bisschen überstürzt. Denn tatsächlich reicht der Anteil der regenerativen oder der alternativen Energien überhaupt noch nicht aus. Und das sorgt dafür, dass wir es derzeit mit hohen Energiepreisen zu tun haben, in Verbindung eben mit diesen stockenden Lieferketten. So, 110 Euro, sagte ich, ist die Strafe. Und 110 Euro ist laut Berenberg zum Beispiel das Kursziel für diese Emissionsrechte. Denn jetzt könnte man sich natürlich fragen, und jetzt kommen wir in den Bereich der Spekulation, wenn ich als Energie, als emissionsausstoßendes Unternehmen auf Nummer sicher gehen wollte und eine gewisse Planungssicherheit habe, was sollte ich dann machen? Ja, ich könnte natürlich sagen, ich lasse es drauf ankommen. Denn die aktuellen Preise liegen wir kommen gleich nochmal zu diesem Tracker-Zertifikat, bei knapp 77 Euro. Wenn ich davon ausgehe, dass das in der Kalkulation der großen Unternehmen noch nicht den Hauptanteil macht, was wird dann ein großes Unternehmen, dazu zählen übrigens nicht nur die Erdöl produzierenden Unternehmen, sondern da zählt natürlich auch die Chemiebranche wie BASF dazu. Einfach ab einem gewissen Punkt sagen, bis 110 Euro lasst uns kaufen, was wir kriegen können. Damit hätten sie Planungssicherheit, denn 110 Euro beträgt die Strafe. Es ist also kein Wunder, dass sowohl hier in diesem Fall die Börse Online, aber auch die Berenberg und viele, viele andere diese 110 Euro als Kursziel nehmen. Es muss nicht so kommen. Nochmal, das Risiko der Politik möchte ich hier nicht vergessen haben. Das ist kein Safe Money. Und ich kann schon mal das Fazit vorwegnehmen. Ich bin in einer kleinen Position drin, weil ich es spannend finde. Aber ich habe diese Abhängigkeit von politischen Unwägbarkeiten nicht so gerne, wenn ich es ausschließen kann. Also wird das für mich keine Riesenposition. Aber spannend ist sie dennoch. Denn gedanklich, ich weiß, dass sich die Anzahl jährlich um 2,2% reduziert. Ich weiß, 110 Euro beträgt die Strafe. Wächst auch in Zukunft. Aber 110 Euro kurzfristig. Warum sollte ich nicht sämtliches Material bekommen, was ich kriegen kann, bis 110 Euro? Lass ich mal so im Raum stehen. Wie kann man also davon profitieren? Unter anderem eben, indem man, Disclaimer, hohes Risiko auf eigene Gefahr. Ein Wert, der so schnell steigt, kann selbstverständlich auch extrem schnell fallen. Ja, die Daten sind hier nicht. Achso, den Index. Das ist ja nur der Index-Tracker. Es gibt es also noch nicht so lange, das Ding. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo den Chart noch mal woanders finde, mir rausgesucht habe. Ja, hier. So. Das sind sie. Müssten auf Dollarbasis hier sein. Und hier sieht man in den letzten Jahren den massiven Anstieg. Also ist das System überhaupt nicht aufgegangen, weil sie nichts gekostet haben. Es gibt allerdings auch jetzt Studien, selbst bei 80 oder über 80 Dollar, dass es für die Unternehmen immer noch viel günstiger ist, die zu kaufen, als hier ihre Emissionen zu senken. Und deswegen kann natürlich auch das, was ein Risiko ist, nämlich der Einfluss der Politik, auch zu einer Chance werden, indem sie sagt, sag mal Freunde, so haben wir es eigentlich nicht vorgestellt. Wenn ihr einfach diese
Carbon-Zertifikate kauft, diese CO2-Zertifikate, weil es für euch, für euren Profit dann immer noch besser ist, dann werden wir das Ganze noch weiter reduzieren. Ja, auch das ist natürlich möglich. Momentan sinkt die Anzahl auf 2,2% und man könnte natürlich sagen, was hier einmal so exponentiell begonnen hat zu steigen, das wird vermutlich weitergehen. Denn wie hat George Soros schon so schön gesagt, wenn ich eine Fahnenstange sehe, dann versuche ich in diese Fahnenstange reinzukommen. Ich möchte aber mit diesem Chart auch klar machen, ich nehme dieses Video jetzt auf. Ich habe im letzten Jahr hier schon mal einen Teil mitgenommen, aber wer jetzt einsteigt, ist offensichtlich nicht der Erste. So. Auch das muss man sagen, aber wie gesagt, dieser Gedanke, müsste es nicht auf 110 Euro steigen, der ist für mich ein recht attraktiver. Und das ist ein Tracker-Zertifikat. Es gibt selbstverständlich auch, wo habe ich es hier, ja, mittlerweile zahlreiche Derivate auf diese CO2-Emissionsrechte, sowohl auf der Long-Seite, ja, mit unterschiedlichen Hebeln, unterschiedlichen Laufzeiten. Also muss ich euch nicht sagen, wer in Derivate investiert, beziehungsweise wer mit Derivaten spekuliert, der muss wissen, was er da macht. Einfach so ein Ding kaufen und sagen, ja, K.O., ich denke, die steigen auf 110 Euro, bitte. Beschwerden werden da nicht angenommen. Man kann im Übrigen auch, wenn man beispielsweise zu der Erkenntnis gelangt, das ist mir zu steil, man kann auch auf sinkende Kurse hier spekulieren, ist aber in diesem Moment mal nicht meine präferierte Richtung. Es gibt auch noch tatsächlich international. Das ist ein ETF in den USA, Crane Shares Global Carbon Energy. Hier sind dann nicht nur europäische, die meine ich sind sogar untergewichtet. Also schaut bitte selber, bevor ihr, wenn ihr investiert, kann man direkt in den USA kaufen. Auch hier sieht man den Trend der letzten Monate. Allein im letzten Jahr, glaube ich, rund um 90% zugelegt. Es gibt natürlich diesen CO2-Zertifikatehandel, gibt es auch für die USA. Dort sind die Zügel. Naja, wer wird sich anders gedacht haben? Dort sind die Zügel etwas lockerer. Für mich eine interessante Spekulation, aber eine Beimischung, ganz klar. Von heute auf morgen eine Nachricht, wir haben uns vertan, wir müssen die Wirtschaft leider stützen. Um den Verbraucher hier zu entlasten, werden wir das so oder so umstellen. Halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es ist eben möglich und dagegen kann man sich nicht wehren. Überhaupt nicht. Das hilft mir dann auch nicht, wenn ich einen Stop setze. Insbesondere bei gehebelten Produkten muss man wissen, einfach wenn der Stop nicht gerade 50-60% unter dem aktuellen Kurs ist. Selbst da ist es noch nicht mal ausgeschlossen. Da kann ich eben auch mit einem 100% Verlust dahin gehen. Ich denke, alles, was ich sagen wollte, habe ich hier untergebracht. Was meines Erachtens, was ich gerne noch anfügen würde, ich habe in der vergangenen Woche über den russischen Aktienmarkt gesprochen. Billigster Aktienmarkt der Welt war ein Fragezeichen. Ob es für mich der billigste Aktienmarkt ist, das habe ich hier in diesem Podcast erläutert. Klar ist, mit einem KGV bei knapp unter 7 ist der russische Aktienmarkt sehr, sehr billig. Ich habe viel Feedback dazu bekommen, sehr viel positives Feedback. Dafür bedanke ich mich. Ich möchte aber auch noch hinzustellen, wann immer man billig oder günstig diese Adjektive verwendet, das weiß ich natürlich auch, dann entsteht so im Kopf der Gedanke, irgendwie muss ich da einen Fuß in die Tür bekommen. Und das ist, wenn man sich für Spekulation entscheidet, vielleicht auch nicht verkehrt. Wir erleben aber in diesen Zeiten auch, dass man gerade bei Turnaround-Spekulationen am besten nicht in einer Tranche kauft, sondern in mehreren. Ich hoffe nicht, dass Russland versucht, in die Ukraine einzumarschieren. Aber ich kenne die Nachrichten von morgen nicht. Und sollte sich die Situation weiter zuspitzen, sollte Russland, wobei die Kollateralschäden für den Westen sehr hoch wären, aus dem SWIFT-System ausgeschlossen werden, oder, dann werden russische Aktien nochmal billiger, allein schon, weil der Euro zum russischen Rubel dann deutlich aufwerten wird. Noch deutlicher, als er das eh schon tut. Ja? Also hier den perfekten, tiefsten Kurs zu finden, wenn man sich grundsätzlich dafür entscheidet, ist eine Disziplin, sollte man anderen überlassen. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht, ob er diesen Markt als interessant erachtet, ich bin hier momentan übrigens sehr, sehr niedrig gewichtet, ich warte hier noch auf Gelegenheiten, der kann sich die Folge vom 13. Januar, also noch sehr frisch, gerne nochmal anhören. Natürlich nicht nur bei Apple, sondern auch auf anderen Plattformen. So. Das war's für heute. So, jetzt
freue ich mich auf eure Kommentare. Gerade wenn es um so ein Thema geht, dann werden sie sicher zahlreich sein. Aber warum nicht? Legt los. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören und sehen uns am Donnerstag nochmal wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.